und stelle heute dem Fabian Dirks ein paar Fragen zu seinen Erfahrungen mit ICANN und wir unterhalten uns generell über das E-Learning. Ja, Fabian. Ja, mein Name ist Fabian Dirks, viertes Semester Medizin und ich habe, wie gesagt, auch E-Learning-Erfahrung und... Genau. Du warst in dem Pilotenkurs drin vor einem halben Jahr. So in fünf Worten, was genau habt ihr denn da gemacht? Wir haben ein E-Learning-Projekt gemacht zusammen mit der Universität in Harvard. Da sind Studenten aus Boston zu uns gekommen, haben mit uns einen medizinischen Fall bearbeitet, der zum Teil im Team als Präsenzarbeit dann abgeschlossen worden ist und zum Teil auch mit E-Learning, also mit einem Tool, das nennt sich ICON, Interactive Case-Based Online Network. Und dort wurden wir im Endeffekt dann noch unterstützt von Tutoren, von also wirklich Medizinern, die uns dann in diesem Fall beraten haben. Und wir haben im Endeffekt als Team dann das durchgezogen zusammen. Wie hat das funktioniert? Also bei ICANN kriegt man ja einen fiktiven Patienten und immer wieder neue Detailinformationen, aber man muss halt, das ist ja das Besondere, irgendwie bei ICANN auch innerhalb der Gruppe zusammenarbeiten, was ja bei anderen E-Learning-Tools jetzt nicht so stark ist. Wie genau läuft es da ab? Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen an der ganzen Sache, dass wir wirklich interaktiv quasi in unserem Netzwerk waren und immer wenn wir Informationen brauchten, das also wirklich dann aus dem Netzwerk beziehen konnten. Also wir konnten uns da untereinander austauschen, war aufgebaut wie so ein Forum, wo man also seine Posts gemacht hat und dementsprechend auch einfach miteinander kommuniziert hat. Gleichzeitig haben sich Experten eingeklinkt, haben unsere, ja, sag ich mal, Thesen, unsere Ansätze sich angelesen und haben dann auch ihre Kommentare dazu abgegeben. Und das fand ich sehr gut, das konnte man halt von überall machen, das war vielleicht ein Vorteil. Wir mussten uns nicht immer zusammensetzen, sondern es konnte auch mal später am Tag man sich noch durchlesen, was haben die anderen so gesagt, was haben die anderen so erarbeitet und konnte dann quasi noch seinen eigenen Senf in Anführungsstrichen dazugeben. Also das war sehr, sehr entspannt. Und glaubst du, dass die Arbeit also in so einer interkulturellen Gruppe gut klappt bei solchen E-Learning-Projekten, so dass man zum Beispiel sagen kann, man nimmt einen anderen Kurs, ja von mir aus Fälle zu Gesundheitssystemen oder irgendwas und packt wieder zwei verschiedene Teams aus unterschiedlichen Universitäten zusammen in so eine Plattform? Oder hattest du das Gefühl, so die Kommunikationsebene zwischen den Wittner-Studenten und den Harvard-Studenten ist doch ziemlich anders? Also was ich sagen muss, ist wirklich, dass die Kommunikation auf der ICON-Plattform im Internet fast schon besser geklappt hat, als die Form, sich hier zu treffen, weil natürlich A, Sprachbarrieren vorhanden waren, die natürlich konnten wir Englisch, aber so im Smalltalk und so in der Diskussion war dann nicht jeder firm und dementsprechend hat es da ein paar sprachliche Barrieren gegeben, die hat es auf dieser Plattform nicht gegeben, das fand ich sehr gut, weil man da sich natürlich noch überlegen konnte, wie kann ich das jetzt ausdrücken und was hat der andere damit vielleicht gemeint, also man hatte einfach mehr Zeit und im Endeffekt, man muss natürlich sagen, dass jeder erstmal dieses Konzept bedienen muss. Da war natürlich auch am Anfang waren da Probleme da, dass gesagt wurde, was tue ich jetzt unter dieses Topic, also was poste ich jetzt da rein, was kann ich die Ärzte fragen oder die Tutoren fragen und wie gehe ich mit dieser ganzen Geschichte um. Da war so eine gewisse Einarbeitungszeit natürlich nötig, aber gleichzeitig danach auch eine hohe Effizienz in der ganzen Sache. Ich stelle mir das halt, das E-Learning, einfach so ein bisschen zäh vor. Ich meine, klar, bei ICANN hat man die Gruppenarbeit mit drin. Es gibt irgendwie noch Moodle, wo viele Professoren an den staatlichen Unis mittlerweile ihren ganzen Stoff ins Internet stellen und die Studenten sich das alles runterholen. Und im Prinzip wird ja die Lehre, die in der Uni stattfindet, immer stärker ins Internet verlegt. Ich habe halt selber auch überlegt, so ein Tool mit in den Kurs einzubauen, aber habe mich unter anderem dagegen entschieden, weil ich das Gefühl habe, man sitzt als Student sowieso schon extrem viel am Schreibtisch und alleine in einem Raum. Hatte ich nicht das Gefühl, dass dadurch irgendwie dieses in die Uni gehen oder in der Gruppe arbeiten noch mehr verloren geht und man als Mediziner ja auch so kommunikative Fähigkeiten braucht? Also was ich glaube ist, dass definitiv das
E-Learning nur als, ja, wie soll ich sagen, Zusatz zu dem normalen Lernen an der Universität benutzt werden kann, gebraucht werden kann. Was du gerade sagtest, vollkommen richtig. Wenn ich sowieso schon lange am Computer sitze, um da auch Sachen zu verfassen, zu arbeiten, im Internet zu surfen, auch in meiner Freizeit, dann muss ich das nicht unbedingt auch noch beim Lernen machen. Da kann ich mich auch mal über ein Buch setzen. Es ist natürlich dann auch irgendwann anstrengend, vor diesem Computer zu sitzen. Also wie gesagt, man muss da meiner Meinung nach schon einen Ausgleich finden und gleichzeitig also wirklich noch von mir zu dir, also mit einer Präsenzveranstaltung, das Ganze ergänzen. Das kann nur zusammen funktionieren, meiner Meinung nach. Die eine Sache geht nicht ohne die andere Sache. Also E-Learning kann meiner Meinung nach auch wirklich nur als zusätzliches Tool benutzt werden.